2001 wurde eine legendäre Spielereihe geboren, Gothic. 2019 wurde die Reihe ein Teil von THQ Nordic. Und als große Fans des Originals begannen wir zu überlegen und zu experimentieren, was wir daraus machen könnten. Beim Brainstorming wurde uns dann klar, dass Gothic immer noch ein Kultspiel ist und eine einfache Neuauflage nicht reichen würde. Deshalb verfolgten wir einen neuen Ansatz, eine komplette visuelle Überarbeitung. Um sicherzugehen, dass dies auch der richtige Ansatz ist, beschlossen wir, die Situation auf eine völlig einzigartige Weise anzugehen. Wir möchten euch einen frühen Prototypen des Spiels anbieten und euch um eure Gedanken und euer Feedback bitten. Wir möchten ein großartiges Spiel für euch machen. Als wir anfingen, über die Möglichkeiten nachzudenken, ein Gothic Remake zu machen, kam uns sofort die fantastische Atmosphäre des ursprünglichen Spiels in den Sinn. Als wir das originale Gothic dann erneut spielten, wurde uns allerdings klar, wie veraltet bestimmte Aspekte heutzutage wahrgenommen werden würden. Es sind offensichtliche Dinge, wie die Benutzeroberfläche, die Steuerung und das Kampfsystem, die schon damals nicht sonderlich gelobt wurden, obwohl einige in unserem Team sogar diesen etwas abgewinnen konnten, als sie das Game zum ersten Mal spielten. Diese und einige andere Dinge wollten wir also verbessern, um die Immersion und Glaubwürdigkeit des Spiels zu verstärken. Doch wie konnten wir diesen Elementen neuen Pep verleihen und gleichzeitig die raue, ursprüngliche Atmosphäre beibehalten? Können wir euch dieselbe alte Story erzählen, aber ein paar neue Situationen und Orte ergänzen, um alles noch glaubwürdiger zu gestalten? Dies ist ein spielbarer Teaser, mehr als eine Stunde zu spielen, dieses neuen Ansatzes. Und dazu möchten wir eure Gedanken hören. Willkommen in der Kolonie. Mal wieder. Ja, und damit herzlich willkommen zu Let's Play Gothic Remake Playable Teaser. Ja, also herzlich willkommen zu diesem kleinen Nebenprojekt, das erste Video von 2023 auf diesem Kanal. Ein frohes neues Jahr nochmal von meiner Seite für euch. Dieser kleine Teaser ist, wie ich jetzt mit Erschrecken festgestellt habe, schon knapp über 3 Jahre alt. Oh mein Gott. Und ich habe mir eigentlich damals, als er rauskam, hatte ich mir das immer vorgenommen, ihn zu spielen und hatte das jetzt aber inzwischen eigentlich wieder begraben, diese Idee, weil das jetzt halt schon wieder so lange her ist. Und ich habe sogar geglaubt, dass das eigentliche Spiel auch schon draußen wäre und war dann ganz erstaunt, als ich zum Weihnachts-Winter-Sale festgestellt habe, dass da immer noch steht, bald verfügbar. Also habe ich gedacht, naja, dann lohnt es sich ja doch, das nochmal zu spielen. Und zumal ja auch Gothic eigentlich für meinen Kanal eben von großer Bedeutung ist. Ich habe zwar eigentlich mehr Divinity-Projekte auf meinem Kanal, aber Gothic ist doch was, wo ich eben auch sehr mit verbunden bin mit der Reihe. Und freut es mich, dass ich es jetzt doch nochmal geschafft habe. Diejenigen von euch, die sich für das Spiel interessieren, die werden wahrscheinlich schon längst diesen Playable-Teaser gespielt haben. Aber ich möchte euch trotzdem einladen, jetzt nochmal mit mir auf diese kleine Reise zu gehen und nochmal das durch meine Augen zu erleben. Ich freue mich jedenfalls wahnsinnig auf eure Gedanken dazu und auf die Diskussion in den Kommentaren. Also da bin ich einfach sehr, sehr gespannt. Und und auch der andere Grund, also nicht nur, weil ich gedacht habe, jetzt lohnt es sich mal noch, das noch zu spielen, sondern der andere Grund, warum ich das jetzt nochmal rausgesucht habe, ist auch, weil ich gerade im Moment mal wieder ein bisschen drin bin in der Gothic-Welt, denn ich spiele seit Neujahr Gothic 4, also Arcania, was ja nicht so gut angekommen ist bei den meisten, um das mal vorsichtig auszudrücken, aber ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Spiel. Also ja, es hat seine Schwächen, aber es ist nicht so schlecht wie sein Ruf. Aber jetzt soll es ja auch gar nicht um Arcania gehen, sondern um das Remake. Und bevor wir ins Spiel gehen, jetzt noch hier dieses kleine Detail, was mir
in den allerersten Aufnahmen nicht aufgefallen ist. Also ich habe ja schon Tontests gemacht und war dann kurz im Spiel. Ja, und zwar haben wir jetzt hier im Hintergrund dieses typische Gothic-Symbol. Das ist natürlich nicht zu übersehen, aber darunter sehr schön schon die Namen der drei Götter Innos, Belia und Adanos. Ja, ein sehr schönes Detail schon mal. Und bevor wir jetzt ins Spiel gehen, noch eine letzte kleine Ansage. Ich bin Perfektionistin, das wisst ihr. Und entsprechend spreche ich dieses Intro jetzt schon zum bestimmt 30. Mal ein. es ist sogar so, dass ich halt mit der Version, mit der ich bei der Aufnahme dachte, dass ich zufrieden sein würde, nicht zufrieden war. Also sprich, ich spreche das Intro gerade im Moment nachträglich nochmal ein. Deswegen werde ich jetzt nicht auf neues Spiel gehen im Menü. Aber nur, dass ihr da Bescheid wisst, dass es jetzt einen kleinen Cut hier an dieser Stelle gibt. Und weil diese Aufnahme jetzt auch schon ein paar Tage her ist, damals klang ich noch ein bisschen verschnupfter. Also da war meine Stimme noch etwas unfitter. Und ja, ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr. Mich stört es halt immer so ein bisschen, wenn Leute so eine krass belegte Stimme haben, weil ich dann das Gefühl habe, meine Stimme ist auch total belegt. Deswegen scheue ich auch eigentlich immer Aufnahmen, wenn meine Stimme so klingt, aber ich hoffe, es macht euch nicht zu viel aus. Ja, und das war's dann an dieser Stelle schon. Normalerweise würde ich jetzt auf neues Spiel gehen, mache ich jetzt nicht. Aber an dieser Stelle auch nochmal kleines Feedback an die Entwickler, auch wenn ich weiß, dass es viel zu spät ist und sie das ja jetzt ja auch nicht mitkriegen, dieses kleine Let's Play auf diesem kleinen Kanal. Aber bitte macht die Videosequenzen überspringbar, damit ich nicht jedes Mal, wenn ich dann Tontests mache in dem Spiel und dann aufs neue Spiel gehen möchte, dann auch bei dem Original, bei dem richtigen Spiel, damit ich mir dann nicht jedes Mal das Intro angucken muss. Dankeschön. Aber jetzt kommt das Intro für euch. The Kingdom of Mirtana, united by King Robar II. During the long years of his reign, he was able to defeat all foes of his realm. All except one. The war against the orcs took its toll, and the prisoners of the realm had to pay the price. The king needed swords for his army, and every man guilty of a crime, no matter how insignificant, was forced to work in the ore mines of Corinnes. To make it impossible for them to escape, the king sent out the best magicians of the kingdom to create a magic barrier around the entire valley. But something disturbed the delicate structure of magic. We were trapped inside our own barrier. The convicts took control of Greece. The king had no choice. He had to negotiate. He needed the ore. But his former slaves now demanded a high price. Month after month, the king supplied everything the prisoners needed in exchange of tons of ore, until the present day. Another convict was brought to the lift. He did not know, but he would change everything. Risk, high return, they said. You'll never get caught. Of course. Now it's just you and me, my friend. No weapons, no food, just a simple scroll. Who are you and how? What's happening down there? Here?
What the? Oh! Yeah! Close. Oh, shit! Just happened. Oh, I'm in one piece. Oh, thank God, no blood. Oh, where's the scroll? Oh, it's all right. Great, okay. Let's move on. Okay, wir können zwar noch nicht spielen, aber... Ich fange jetzt schon mal an zu kommentieren. Also die Szene hatte ich jetzt schon kurz gesehen für meine Tontests. Ja. Eine Explosion über Feuer. Das ist neu. Ob vielleicht irgendein... Was ist hier los? Let's get the hell out of here. Vielleicht irgendeiner der Magier oder so diese Explosion verursacht hat. Wissen wir es nicht so genau. Ja, jetzt können wir spielen. Ja, was mir als erstes aufgefallen ist, also mehrere Sachen. Also in der Cutscene, die ja noch schwarz-weiß war, da hatte er ja fast weiße Haare und das hatte schon so ein bisschen... Stil wie von so einem Anime-Charakter. Man weiß nicht genau, welche Haarfarbe er hat. Er könnte auch hellblaue Haare haben oder so. Das fand ich irgendwie sehr witzig. Und ich finde es auch nach wie vor sehr witzig, dass sie ihm wirklich so richtig krass strohblonde Haare fast gegeben haben. Also nicht so dieses Dunkelblond. Also ich habe das ja sowieso eigentlich immer als braun eher wahrgenommen. Nein, er hat relativ helle Haare. Was sind das hier für... Irgendwie gibt es ja noch ein bisschen Grafik-Bugs. Die habe ich vorhin irgendwie nicht gesehen. Komisch. Naja. Auch hier mit den Wellen. Auch die FPS-Zahl ist jetzt noch nicht, das ist alles noch nicht optimiert. Die ist jetzt für mich hier im Spiel höher als für euch. In der Aufnahme wahrscheinlich. Also daran sollte man sich jetzt nicht also aufhängen. Irgendeiner Form. Und was mir auch noch auffällt, ist es alles viel zu bunt. Was soll das? Können wir das vielleicht irgendwie ändern? Video. Auflösung, Fenstermodus, vertikales Sichtweise. Auflösung, Sichtweise. Post-Processing, episch. Okay, alles auf episch stellen. Na gut, nee, können wir, glaube ich, nicht. Es sei denn, hier verbirgt sich irgendwo was dahinter, was mit Farben was zu tun hat, aber sehe ich so nicht. Mein erster Instinkt wäre jetzt, das für euch quasi matter zu rendern, aber ich lasse es jetzt in diesen original sehr grellen Farben, damit ihr euch selber davon ein Bild machen könnt. Also werde das versuchen zu reproduzieren beim Rendern. Ja, und was mir halt auch noch so auffällt, ich mag seine Art eigentlich total. Es ist... Ich finde das schon mal sehr sympathisch, also so wie er mit sich selber redet, das finde ich irgendwie sehr nett. Halt jetzt nicht, also halt irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, wirkt halt so ein bisschen einfacher, sage ich mal, aber auch eine sympathische Art einfach. Oh, hier ist irgendeine Flagge, sieht aus wie ein Innos-Symbol.
Und hier dachte ich auch so, ein lackiertes Boot mit Farbe, ausgerechnet auch noch mit blauer Farbe. Blaue Farbe war damals im Mittelalter eigentlich sehr rar. Ich meine, klar, es ist eine magische Welt und vielleicht ist es irgendwie aus irgendeinem Mole Red Fett mit, weiß ich nicht, mit Minecrawler Sekret. Na gut, das Minecrawler Sekret ist ja magisch, aber halt, ihr wisst, was ich meine, dass daraus dann irgendwie blaue Farbpigmente entstehen und er springt total lächerlich. Das ist schon sehr, sehr weird. Ich hoffe, dass sie das nochmal verbessern. Ja, das Problem ist natürlich, wenn ich jetzt zu spät bin, die Zeit, um noch irgendwie Feedback einzureichen, ist wahrscheinlich vorbei. Und ich hoffe, ich muss mich jetzt nicht ärgern, dass es jetzt hier Aspekte gibt, die den Leuten wahrscheinlich nicht so offensichtlich auffallen, die ich aber verbesserungswürdig fände. Ich denke mal, die Sprungsequenz, die wird auch anderen Leuten aufgefallen sein, dass das sehr albern aussieht. Naja. Okay, und vielleicht auch mit der Farbe. Das fand ich halt auch zum Beispiel bei... Oh, ist das ein Mensch? Shit, ja. Das fand ich bei Arcania sehr, sehr interessant, dass man als Farbschema konnte man europäisch und amerikanisch einstellen. Amerikanisch war knallbunt und europäisch halt ein bisschen matter. Vielleicht wird es das dann hier auch geben. Eine arme Seele, die direkt verkohlt worden ist. Fast schon mumifiziert von der Hitze. Ja, mumifiziert ist wahrscheinlich nicht das richtige Wort. Ja gut, aber er will, glaube ich, hier nicht auf diese Leiter drauf. Nee, er weigert sich, indem er sehr albern springt. Na gut. Okay, wo gehen wir jetzt als erstes lang? Ja, wir können auch das Spiel speichern. Das können wir gleich mal machen. Okay. Naja, ist ja nur der Teaser. Da wird es noch nicht so kompliziert sein mit Speicherpunkt aussuchen. Und, ja, ich kann jetzt hier sprinten, aber da muss ich die Taste immer die ganze Zeit gedrückt halten. Und ich sehe gerade, ich habe gar keine Lebensenergieanzeige. Naja, ist ja noch der Prolog. Ich muss zugeben, das erinnert mich ja alles irgendwie sehr an das Tomb Raider Reboot von der Art her. Mit der Fackel durch das ganze Holz. Naja, wir kennen's ja. Oh, können wir hier irgendwas mitnehmen? Nee. Das interessiert ihn alles nicht. Oder hier? Nimm doch mal Bücher mit. Das wirst du jetzt hier in dieser Situation bestimmt gebrauchen können. Na gut. Oh, da ist noch ein Typ. Also ich gehe davon aus, dass es ein Mann ist. Kann natürlich aber auch eine Frau sein, die vielleicht runtergefahren worden ist, kurz davor, wer weiß. Ich nehme mal an, dass das Geschlechterbild hier leider immer noch das gleiche sein wird, mehr oder weniger. Aber vielleicht werden wir ja an der einen oder anderen Stelle was Progressiveres zu Gesicht bekommen. Oh, eine Fleischschwanze. Kann ich drüber laufen? Also kann ich sie beim Laufen tottreten? Nee, offensichtlich nicht. Ich möchte ganz gerne was einsammeln. Am Anfang konnte ich hier immer ganz viele Sachen einsammeln. Ja, leider wird meine Tastatur relativ laut zu hören sein, weil es immer noch die alte ist, weil ich mich immer noch nicht gekümmert habe. Ich gebe es zu. Eigentlich will ich nicht schon wieder eine neue kaufen. Ach so, das ist hier das Schwertsymbol. Ist das vielleicht auch auf der Flagge drauf? Ich weiß nicht. Ja, sie sind schon eklig. Aber haben ihre Originalgröße. Ja, sollen wir da jetzt rausgehen? Wir versuchen mal noch hier hochzugehen. Mal gucken.
ob es hier oben noch was gibt. Ja, ich finde es schon mal sehr spannend. Also irgendein Fremder war offensichtlich hier unten, der diese Explosion verursacht hat. Er hat wirklich Glück gehabt, dass er überlebt hat. Und wir sollten vielleicht aufpassen, dass wir hier nicht wieder zu nah an den Rand gehen. Wer weiß, ob hier wieder die Barriere sein wird. Oh, da sehen wir sie. Hübsch, hübsch. Ist allerdings nicht besonders hell. Naja, muss sie ja vielleicht auch nicht. So, hier kommen wir noch weiter hoch. Ah, hier willst du nicht rein. Na gut. Aber ich hatte doch vorhin... Okay. Ja, ich bin mal auch mal sehr gespannt. Oh! Aber ich kann ihn nicht einsammeln. Kann ich mich ducken oder sowas? So kann ich ihn nicht einsammeln. Er ist sehr, sehr klein und unscheinbar. Oder hier, das ist doch bestimmt so eine alte Münze oder sowas. Ach nee, das könnte natürlich auch der Verschluss vom Fass sein. Das wird wahrscheinlich der Korken vom Fass eher sein. Dann müssen wir nochmal nach unten. Nee, das war... Aber das ist doch das gleiche... Moment mal. Ach hier, genau. Hier war das, was ich... Das geht auch nur bis hier hinter und dann nicht weiter. Ja, ich hoffe, dass es hier dann noch sehr viel mehr geben wird, was wir einsammeln können später. Ist halt die Frage, inwieweit sie das jetzt hier... schon dargestellt haben, alles mit Sachen einsammeln und so. Ein bisschen was wäre schon eigentlich ganz nett gewesen. So, dann verlassen wir mal diese Anfangsregion. Okay. Gut. Ah, schöne gelbe Blümchen. Hoffentlich wird es bald hell. Vielleicht sollte ich doch einfach dem Weg folgen. Oh Gott, es sieht auch so rum. Au. What the heck's going on? Oh, ja, hier sind noch irgendwie komische Geräusche. Oh, shit. Wölfe? Oh, God damn it. Let's get the hell out of here. Oh, oh, oh shit. Oh my God, what the hell? In this place, some people's luck is worse than mine. Vielleicht ist dein Glück auch nicht so toll. Oh, I'll leave it here for a moment. Ah, jetzt nimmt er das Schwert. Right. You don't mind if I take this with me, do you? I need it more than you do at the moment. Come on, my pretty. Come with me. Oh, God damn it. Shit. It's broken. Well, this is better than nothing, I guess. What the hell? What?
Hunter. Are you? Okay, easy, boy. Let's make it easy for both of us. Okay, okay, calm down. Worst prison ever. Definitely. I have to get out of here as soon as I can. Ist doch bestimmt jetzt noch irgendwo da, oder? Und wie kann ich jetzt kämpfen? Kann ich meine Waffe ziehen irgendwie? Aber ich mag einfach seine, also seine pragmatische Art, die Sachen zu sehen, so. Ich sollte vielleicht, wenn hier so ein Snapper rumrennt, sollte ich vielleicht nicht hier unbedingt rumrennen. Aber warum kennt er eigentlich keine Snapper? Das finde ich ein bisschen komisch. Gibt's doch überall, oder? Well, this doesn't look good at all. Ja, überall Blut. Hm. Einladend. Es waren offensichtlich... Oh Gott. What the hell? Damn, man, what a mess. Oh. Oh. Oh, come on. Oh, please, it can't be real. Then I'll be on my way. I won't be bothering you. Okay, okay, easy now. There's nothing to worry about. Okay, stay where you are. Don't make me hurt you. Oh, let me go. Well, you guys are. Was? Ja, okay. Angreifen oder abblocken kannst du in drei unterschiedlichen Richtungen. Diese Angriffe können von links nach rechts, von rechts nach links und oder nach vorne ausgeführt werden. Okay. Drücke linke Maustaste, um einen schnellen Angriff auszuführen. Schnelle Angriffe verbrauchen wenig Ausdauer und sind ganz nützlich, wenn man Angriffe der Feinde kontert. Obwohl sie einzeln nur moderaten Schaden verursachen, können sie in verketteter Form den Gegner doch erheblichen Schaden zufügen. 2 von 7, okay. Drücke rechte Maustaste, um einen starken Angriff auszuführen. Starke Angriffe verbrauchen mehr Ausdauer und benötigen einen Moment, bis sie mit voller Kraft ausgeführt werden können. Bei einem Treffer verursachen sie beim Feind dann aber kritischen Schaden. Okay. Kampf abblocken. Greift ein Feind dich an und deine Haltungsrichtung entspricht der Richtung seines Angriffs, dann wird dieser Angriff automatisch abgeblockt. Ah, okay. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich das realisieren lässt. Aber gut, sowas können wir bei einem Snapper jetzt noch nicht wirklich sehen. Drücke Leertaste, um vorzupreschen. Beim Ausweichen machst du einen kurzen Sprint in eine beliebige Richtung. Das Abblocken mancher Angriffe kostet viel Ausdauer und du kannst dich dabei sogar verletzen. Wenn du es mit einem solchen Angriff hast du es mit einem solchen Angriff zu tun, dann ist das Vorsprechen wohl deine beste Option. Drücke Alt, um zu wechseln, welchen Feind du anvisierst. Oh mein Gott. Und ihr habt jetzt das Kampfsystem verbessert. Okay. Von nicht anvisierten Feinden abblocken. Bewege die Maus, um deine Haltung zu ändern. Wenn ein nicht anvisierter Feind vorhat, anzugreifen, kannst du seinen Angriff abblocken. Änderst du deine Verteidigungshaltung in die Richtung seines Angriffs, dann wird der Angriff automatisch geblockt. Die Angriffsrichtung ist in deiner Haltungsanzeige zu sehen. Okay, mit diesem Pfeil wahrscheinlich. Das kann schon sehr interessant und spannend sein, gerade in diesen Schwertkämpfen. Aber jetzt am Anfang gegen 3 Snapper mit einem zerbrochenen Langschwert. Was habt ihr euch dabei gedacht? Ja, okay. Hey,
Ich habe noch keine Ahnung, was ich hier tue. Au. Ich weiß nur, ich werde den Kampf wahrscheinlich nicht überleben, wenn ich mir das hier angucke. What? Okay. Oh, come on. What are you waiting for? Have you had enough? Nicht gut aus. You're still alive. Congratulations on surviving your first day.